Liebe Fahrgäste, herzlich willkommen im Main-Saale-Express. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Schaffen die sind schon nett eigentlich vom Alex. Ja, vor allem die, also die bei uns waren, die waren so, naja, aber die, die Richtung Hof sind, die sind eigentlich alle ganz nett. Ja, die Agilis kann ich mir vorstellen, dass die ein bisschen suspekt sind, aber ich weiß nicht. Das wäre schon cool, so ein bisschen so ab und dann, also so eine Schicht von München ist bestimmt geil, einmal Hof, einmal zurück, Feierabend. Agilis
ist es aber auch eher so ein Pseudo-Unternehmen, das ist ja scheiße, also das ist schlechter als die Deutsche Bahn, glaube ich sogar noch. Also. Naja, der Alex auch, das ist halt das. Nur der Alex ist besser, der Alex ist ja gut, das ist ja, die haben, das ist ein größeres Unternehmen, die Transdev oder sowas. Die haben ja, das ist ja Ding, wer ist das, Regentalbahn? Nee, Länderbahn, genau. Länderbahn, die haben ja viele, das ist auch ein größeres Unternehmen. Ja, die haben ja auch einen Flex in Frankfurt. Vogtlandbahn oder die Waldbahn eben. Flex. Die besten 650, die es in Deutschland gibt, die Waldbahn, super lokale Sitze, eher Steckdosen, Teile, was sie. Flex ist auch an der Bahn, Frankfurt, das sind diese blau-weißen Züge. Linz in blau-weiß und mit so Punkten drauf, die schaut geil aus. Okay. Und alles, 41er, 450er und 81er. Ja, die haben, ach ja, die war da in der NRW gefahren, ja. Die fahren da rein nach Saarbrücken und was da gar nicht. Ja, stimmt, L4, ja, ja. L4 glaube ich auch nach. Ach Gott, wo fährt L4 von Frankfurt hin? Da fährt der durchgehend voll, weißt du, das ist echt durch. Schau mal ein Video an, dann weißt du es, ich weiß es nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall auf mehr L4 fahren die auch. Das ist sehr verreckt, oder? Schön, warum hinaus. Red Bull einziehen, aber das würde halt dafür sorgen, dass die ganz gleich die Fresse weglangen. Also, nervig für die. Das schmeckt nicht, nö, aber könnte helfen. Versuch's mal mit Vitaminen. Bleib stehen. Bleib. Brav. Nicht wegfahren, mein IC. Stehen bleiben. Nicht, dass er wegfährt. Das ist aber echt eine coole Strecke hier. Sieht aus wie in einem Voralpenland, das ist aber irgendwo. Hier war ich noch nie. Ich kann das sehen, da war es mal geil, wenn du so auf Bike fahren. Hier kann ich mich nicht mehr erinnern dran, aber das liegt daran, wenn wir an der Zug fahren. Die Strecke ist ganz anders, wenn man mit einem anderen Zug drüber fährt. Ja. Also die Allgäu-Metropole, die ist immer gleich, weil die sieht wirklich immer gleich aus. Aber wenn man die jetzt nicht so oft fährt wie hier, dann erkenne ich hier den Unterschied total. Da sieht das aus wie eine ganz andere Strecke. Beispiel die schiefe Ebene habe ich ja nicht wiedererkannt. Dachte ich mir, hey, das ist doch niemals die Strecke, mit der wir beim 612er oder beim Alex gefahren sind. Was bremst du? Wieso ist der Sound so leise? Das ist irgendwie komisch. Ja, da kommt irgendwann der Triebkaster sehen, das war aber geil, wenn du so vorbeigefahren bist, dann konntest du Badegäste spotten. So ein bisschen abchecken, wenn das so alle Triebkaster sind. Das ist Karstand, oder wie? Das ist kleine Gelegenheit, das Ding, aber. Das ist ein Scheiß. Das war ganz chillig. Ja. Aber nie was Gescheites dabei, also. Eingefroren. Kannst Eis laufen. Nächste Station. Das ist kalt. Trebgast. Was? Trebgast. Triebgast oder irgendwas anderes. Aber was ist jetzt so lustig? Schwimmen gehen bei minuskaltem Wasser. So schön kalt. Ich hab gesagt, so kalt. Wo kommt das gleich raus? Da musst du schieben dann. Kalt ist kalt, also. Das hat viel mehr ausüben. Endlich so brennen, wir sonst so richtig Birnen einpflanzen hier. Hier ist voll Triebgas. Ah, für mich ist es kein Stadion, für mich ist das eher eine Wiese mit. Eine Notunterkunft. Ja, genau, eine Wiese mit zwei Toren. Stadion. Sportheim, ja, Sportheim. Ja, Notheim. Sportheim ist aber geil, da gibt es meistens geiles Essen, richtige Ausmaßkosten. Eher billig fressen. Ja, ja, ist gut für Geldbeutel. Billig fressen, ja. Aber Leute, das ist stark an der Qualität, spüre ich halt. Eine interessante Strecke, das Wetter war hier. Also bei schönem Wetter wäre das glaube ich nochmal doppelt so geil. Triebgas. Aber diese Hype Air Ace wie der hier oder eben der Peter Link und Allgäu, die sind echt gut. Aber der E75, der fährt ja nicht bis Ulm, meine ich, also eher E.
Das liegt auch daran wegen der Lind, weil der da. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Wegen dem Lind, weil der überall der R7. Der ist der linke Lind und der ist. Ja. Und dann fährt er aber wie ein R79 hält überall an. Ja. Das ist hier der, wo halt auf der Halbstrecke dann oft durchfährt und auf der anderen Hälfte dann halt überall anhält. Ja. So wie der R79. Also beim R75 ist es ja eigentlich eine RB. Weil die RS ist in der S-Bahn, das ist eine RB. Die BRB hält ja auch nicht überall an. Die fährt ja auch durch in Hürtenfeldbruck oder Grafenrath oder was weiß ich, was alles. Ja. Also müsste der R75 und RB75 heißen. Die Express-BRB, die müsste nicht RB, sondern RE68 heißen. Komisch, warum machen wir den noch RB heißt. Das könnte ich schon umändern, sonst wird das ein bisschen verwirrend. Zweigleisig oder eingleisig? Nö, nee, halt auf die Zone, aber ich weiß nicht, warum der da steht. Ist dann einfach so ein RTL-Service. Die Tickets habe ich nicht geladen. Aber in Dings hol ich mir McDonalds. In Nürnberg. Je nach Bayern. Also ist auch das Bayern-Ticket. 14, ne? Auf den Zug. 14, okay. Muss ja gleich kommen. So, wir warten jetzt hier in den dritten Kasten. Sind wir gerade reingefahren auf den Gegenzug der RB24 nach Bayreuth von Lichtenfels und Unterkuhlburg. Da hat man Fahrt um 15:14 mit wenigen Verspätung. Das heißt auch, wir werden mit wenigen Minuten rausfahren, aber das kann uns egal sein, weil wir in Landmark-Lesberg. Ja, das könnte eine komische Zeit haben. 14 sogar jetzt. Der hat 3 Minuten Verspätung, der also Anschlusszug. Noch mehr Verspätung, also passt das ganz gut. Da kommt die RB24. Anschluss ist perfekt, 20 Minuten. Ah, die Bier, dieser Spiel ist da. Ich würde mal sagen, gucken wir uns gleich die Ausfahrt an, ne? Dieses ist Dreck. Die Sitze gar nicht so schlimm, aber irgendwie sind sie trotzdem sehr, sehr schnell durchgesessen. Sind am Boden angelangt. Das ist das ist ja im Prinzip der Mini-Desiro. Theoretisch, ja. Das ist das 641er und der Desiro ist der 642er. Der war jetzt im Endeffekt nichts anderes wie ein Mini-Desiro. Sicher, ja, das Ding ist ja von so einem Alstom. Und der geileren Sound hat. Und der Desiro hat auch schon guten Sound, aber irgendwie ist der nicht so. Ja, nicht so gut. Der Zero hat schon einen nicen Sound. Also wenn man im Führerstand mit offenem Fenster fährt, ist der Sound wie beim Integrale so richtig satt und richtig dieses Diesel-Surren, ich weiß nicht. Das ist richtig gut. Ja, was ist los? Das ist der Lind, mit dem neuen Lind. Das ist sozusagen der Vorgänger vom Lind hier. Wir sind uns dann am Bahnsteig wieder.
leise. In der richtigen Basse. In der zweiten Klasse ist es, glaube ich, lauter, weil da ist es weniger getönt. Ich glaube, in der ersten Klasse haben das zu getönt, weil. Ich geh mal rüber. Die reichen und schönen. Hast du da vorne? Oder meinst du auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite. Ja, scheiße. Ich geh mal rüber. Der 85, der muss wahrscheinlich noch mal Gas geben. Wenn der denn das jetzt schnell kommt, ist das Neumarkt Würzenberg, dann kannst du mir deine Sachen erbringen. Das kommt sehr schnell. Die erste Klasse nachher vorne, da kann ich meinen Führerstand und seine Scheibe rausnehmen. Ist ja nicht so schlecht. Der hatte eh elends langen Aufenthalt in Neumarkt, Würzenberg. Das kann ich natürlich auch aussuchen. Das mit der Tour gesund zu machen. Dass der andere sogar schon da ist. Der ist 4 und 5, vielleicht ist es hoffentlich im gleichen Bahnsteig. Ich habe keinen Bock hier, den Scheiß im Bahnsteig. Ja. Das ist ein bisschen nervig. Schon hier fast ein Jahr her. Groß. Steigende Fahrgäste. Verabschieden wir uns von allen aus. Steigende Fahrgäste. Wünschen Ihnen einen angenehmen Tag. Es werden eine weitere Reise auf Wiedersehen. Massiv überlichtet. Nächste Station. Neumarkt, Wirsberg. Dieser Zug wird dort mit einem anderen Zugteil vereinigt und fährt nach einem kurzen Aufenthalt weiter nach Lichtenfels. Next stop. Neumarkt, Wirsberg. This train will be joined together with another train section there. Aus Hof rein. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Doors will open on the left. Nichts.